Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Everybody's Gone to the Rapture. Wir sind ja jetzt hier, an einem ganz, ganz neuen Ort. Und ich weiß gar nicht, wir können einmal hier nach rechts lang und einmal, glaube ich, hier weiter. Ja, ich glaube, hier gehe ich auch lang. Und es tut mir auch sehr, sehr leid. Manche haben schon gesagt, ja, man hört die Unterhaltungen gar nicht, weil die Musik so laut ist. Das mache ich deswegen, aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich die Musik von der Jessica Curry nicht nehmen darf. Ich bin nicht dazu, ja, ich darf die einfach nicht nehmen, aus rechtlichen Gründen. Und deswegen, statt ich gleich die Unterhaltung auf stumm mache, möchte ich aber noch, dass ihr wenigstens ein wenig was erfahrt von der Unterhaltung. Deswegen, überspiele ich die halt. Da kriegt ihr dann wenigstens noch ein wenig was mit. Ich möchte jetzt hier zu dem Radio. Konnte mich gerade kaum, an meinen Satz halten. Wusste ich nämlich nicht, dass hier jetzt schon wieder was kommt. Da ist es doch. Die Energie erreichte bei der letzten Entladung ihr Maximum und war dann weg. Ich konnte das Lichtspiel um Turm 6 sehen. Gleichzeitig wurden die Kopfschmerzen stärker. Und ich glaube, ich hatte Halluzinationen. Alte und neue Erinnerungen vermischten sich und stürzten auf mich ein. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Das spüre ich. Wir dringen immer tiefer in die Geschichte ein. Vielleicht auch in die Erinnerung. Das ist echt krass. Ich möchte auch gerne wissen, wie lange ich noch spielen kann. Also wie lange Spielzeit ich eigentlich jetzt hier noch habe. Weil ich muss wirklich sagen, ich verliebe mich immer mehr in dieses Spiel, ne? Immer mehr. Das ist einfach so. Wie geht's, Graham? Morgen, Frank. Du rückst außer Puste. Was ist los? Der Store im Observatorium ist kaputt. Wollte mir eine Leiter ausleihen. Großer Gott, hinter der Mauer geht's 4 Meter tief runter. Ich bin alt, aber nicht unfähig. Krieg ich die Leiter jetzt? Niemand sagt, du wärst unfähig. Reese? Ja, Frank? Holst du die Leiter für Graham? Sie steht neben der Scheune. Mach ich. Und du sei vorsichtig. Nicht, dass Stephen Appleton mir die Hölle heiß macht, weil du dir den Hals gebrochen hast. So, die Musik ist jetzt zum Glück wieder vorbei. Ich möchte euch wirklich dieses Spiel zeigen, weil ich stehe drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe einfach auf dieses Spiel, ja. Und ich versuche euch das so gut wie möglich zu vermitteln. Und ich hoffe, ich schaffe das. Hey, ich muss mit dir reden. Scheiße, was zum Teufel soll das werden? Was hast du vor? Geh mir aus dem Weg. Das hier ist Du wichtig. warst bei Lizzie. Wenn du ihr wehtust, prügel ich dich windelweich, Ich Junge. muss das Muster verfolgen. Das ist entscheidend. Wovon redest du da, Steven? Die Leute sind krank. Die Vögel sterben. Meine Kühe sind tot. Wo ist Kate? Noch oben im Turm, soweit ich weiß. Ich könnte die radialen Koordinaten der Primäroszillatoren neu kalibrieren, wenn das anhält. Steven, wo ist Kate? Was ist hier los? Bleib mir einfach vom Leib! Ich sag ja, wir kommen immer näher ans Ziel und werden umso mehr herausfinden,
Und ich glaube, wir werden auch bald wissen, was hier passiert ist. Und was dieses Licht oder die Erinnerung uns zeigen werden. Komm, wir gehen hier mal runter. Und ich hätte dich da auch gerade durchgehen können, oder? Ja, ich glaube schon. Naja. Das Fliegen oder Bienen? Gestern hast du gar nicht gesagt, dass sie krank wäre. Als ich gestern Abend nach ihnen gesehen habe, ging es ihnen gut. Und als ich heute Morgen wach wurde, waren sie alle tot. Und Charlie, hast du heute schon mal Vögel gehört? Also, da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Meine Schwester glaubt, sie fallen überall rund um den Wrecken vom Himmel. Und Dr. Wade meint, im ganzen Dorf werden die Leute krank. Mac meinte, ich bräuchte heute nichts auszuliefern. Das ganze Tal würde unter Quarantäne stehen. Ich glaube, am besten sitzen wir es einfach aus. Das wird schon wieder, Frank. Das wird schon wieder? Ja, stimmt. Das mit deinen Kühen tut mir leid, Frank. Aber wenn sich die Lage beruhigt, klärt sich das. Es muss irgendwelche Regelungen für sowas geben. Du solltest mehr Radio hören. Es sieht überhaupt nicht so aus, als würde sich die Lage beruhigen. Ich sag's dir, Charlie, hier passiert irgendwas Großes. Frank wusste anscheinend auch sehr, sehr viel oder kam auf jeden Fall bestimmt den auch schon auf die Spur. Kate und Steven und Wendy, weil alle haben irgendwas gemeinsam. Die sind, glaube ich, verbunden mit dem Schicksal. Ich bin mir aber da nicht sicher, ne? Wir können nach da oben. Mich reizt es nach da oben, ne? Das ist die Hecke. Nee, da ist das Tor. Ach gut. Dachte, wir müssten jetzt wieder einen ganzen Umweg laufen, um nach da oben zu kommen. Aber nein. Hört ihr das? Ein Telefon? Quarantäne. Es klingelt, aber wir können hier nicht rein. Bestimmt außenrum. Das ist der Weg, den ich hier hätte auch noch lang gehen können. Wäre ich weitergelaufen. Also gehen wir doch runter. Vielleicht kommen wir ja dann nochmal hin. Hier könnte ich durchlaufen. Ich wette, da hinten... Da komme ich dann aber auch nicht mehr hin. Gehen wir hier durch. Oh. Jetzt werde ich zum Kleinkind. Kann man hier durchlaufen? Oh, ist das geil. Man kann hier durch... Man kann hier durchlaufen. Sowas liebe ich ja an Spielen, ne? Das ist Hammer. Ich kann auch jetzt meinen Weg nehmen. Schade. Ihr hört, was ich höre? One, four, zero. Das
Teleskop läuft wieder. Aber das Muster hat sich in die Linse eingebrannt. Es saugt Licht und Strahlung auf, aber es leitet sie nirgendwo hin. Ich kann nur vermuten, dass es als Energiequelle bei den Kommunikationsversuchen dient. Es braucht mehr Energie. Ich frage mich, ob ich den Empfang durch mehr Türme verbessern könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt eigentlich auch mitbekommen habt, dass es eigentlich ein bisschen düsterer aussieht. Jetzt hier vom Wetter und der Wind wird mehr, er braust sich auf. Ob ich mir das jetzt nur einbilde oder ob ihr das, also ob euch das auch aufgefallen ist. Ich gehe jetzt hier zur Scheune. Ich höre hier doch irgendwas. Ach so, das ist die Mühle. Da gehen wir auch gleich hin. Frank! Frank, um Gottes Willen! Nicht! Bleib weg, du Mistkerl. Ich weiß, was du getan hast. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich muss sie finden. Bleib bloß weg. Jemand muss sie warnen. Jemand muss es aufhalten. Erzähl's doch Blödsinn! Du kannst es nicht aufhalten! Scheiße! Noch einen Schritt näher und ich schlage dir den Schädel ein, ich schwöre bei Gott! Schuld wird ich nie. Aber falls du es siehst, sag ihr, sie soll abhauen, noch zur Zeit. Rette sie, nicht für mich. Scheiße, viel bedeutet, dann rette sie selbst! Doch, die Geschichte kommt immer näher. Sie kommt immer näher und ich möchte eigentlich gar nicht weiterspielen, weil dann das Spiel irgendwann jetzt demnächst zu Ende sein wird. Aber ich bin auch, keine Ahnung, ich bin so interessiert. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Und es tut mir auch so, so leid, ne? Wenn andere jetzt in eine andere Richtung gerne gegangen wären. So ein Riesenlob an die Spielmacher, ne? Hammer. Und wir gehen zur Mühle. Ob man da vielleicht hoch kann? Das wäre ja echt. Das wäre ja echt cool, ne? Ich stehe eigentlich gar nicht auf so, also auf solche Spiele, auf so eine ruhigen. Ich bin ja eher so immer die Shooter spielt oder Horror-Games. Aber das haut mich echt um, ne? Und das hat schon was zu sagen, wenn ein Spiel dich umhaut und du auf einmal Interesse an solchen Spielen hast, obwohl du die vorher gemieden hast, ist das schon echt, echt viel wert. Was ist das? Gut, wir gucken jetzt mal, ob man hier überhaupt rein kann. Es ist leider zu. Der Schuppen ist auch zu. Wieso soll ich dann nach hier oben?
Ah, okay. Oh. Und schon wieder wurde ich attackiert von einem Tor. Das ist irgendwie jetzt Standard geworden. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Seht ihr hier wieder die Lichter? Es war doch eigentlich genau auch so, wo es dunkel war. Nur ich habe das noch nie dazu gesehen, dass mir der Pfad beleuchtet wird. Außer wo es halt Nacht war. Was war das? Lizzie. Zum Schluss kommen wir doch noch zu Lizzie. Mrs. Graves! Lizzie! Mrs. Graves! Rachel? Was um Himmels Willen ist denn? Es war furchtbar! Der Donner und die Blitze. War der Strom weg und alle waren im Veranstaltungsraum und ich habe ihnen gesagt, sie sollen da bleiben. Und dann meinte Sean Davis, er lässt sich nicht von einem Schulmädchen rumkommandieren und ging raus, um eine zu rauchen. Und ist nicht wiedergekommen. Und dann ist Di ihm nachgegangen und auch nicht wiedergekommen. Wo ist Dylan? War er bei Sean und Di? Nein, ich habe auf ihn aufgepasst. Glauben Sie, sie kommen wieder? Ich weiß es nicht, Rachel. Mir ist egal, was alle denken. Ich weiß nur, wenn er mein Baby wäre, würde ich ihn nie zurücklassen. Wenn die Welt untergehen würde, käme er an erster Stelle. Du wirst mal eine gute Mutter, Rachel. Und sag den Leuten, dass sie das toll machen. Wirklich ganz fantastisch. Ich muss hier erst noch schnell ein paar Dinge erledigen, dann komme ich zu euch. Na los. Hammer. Ist euch aufgefallen, dass es geregnet hat? Es regnet. Es regnet jetzt. Es regnet sogar in diesem Moment. Oh, es regnet. Ich liebe ja Regen und guckt euch das an, wie echt das aussieht. Ich weiß, da klingelt ein Telefon, aber wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Everybody's Gone to the Rapture und da werden wir auch an das Telefon gehen.